Njam, eine Schüssel voll mit Süßigkeiten. Und niemand ist hier. Matti, du wurdest auf frischer Tat ertappt. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Süßes oder Saures? Hilfe! Ich verspreche, dass ich nie wieder Süßigkeiten klaue. Hilfe, Buffy Cats! Go! Hey, Matti, was hat dich so erschreckt? Lampo, Hilfe! Da ist eine Hexe in der Küche! Guck, ich zittere vor Angst! Hat die Hexe ausgesehen wie... Sie? Hallo, Buffy Cats! Die Hexe kommt! Das ist sie, das ist sie! Habe ich dir etwa Angst eingejagt? Isotta, das warst du? Aber wieso hast du dich als Hexe verkleidet? Na, weil doch Halloween ist. Heute Abend tun wir uns zusammen, Buffy Cats. Das ist fantastisch! Wir werden uns einfach abwechseln. Dann geben die Leute uns ganz viel Süßes. Halloween wäre bestimmt mein Lieblingsfeiertag, wenn es nicht das Halloween-Monster gäbe. Komm schon, Matti. Es gibt doch überhaupt kein Halloween-Monster. Süßes oder Saures? Süßes oder... Hey, hast du nicht mal ein klitzekleines bisschen Angst? Nein, du bist nicht gruselig. Ich gehe jetzt Süßigkeiten sammeln. Oh, sie denkt wohl, sie ist eine kleine Halloween-Prinzessin. Und dann diese blöden Katzen erst, oder Buzz? Denen zeigen wir's. Wir kriegen viel mehr Süßigkeiten. Vinzenz, Ehrenwort. Süßes oder Saures? Nein, danke. Ich habe überhaupt kein Interesse an Wörterbüchern. Und außerdem habe ich bereits 4 Staubsauger. Los, Milady, du bist dran. Oh, was für ein süßes Kätzchen. Na gut, hier ist eine Tüte Süßigkeiten für euch. Hier bitte, Matti. Passt darauf auf. Oh, die sehen alle so köstlich aus. Nicht aufessen, Matti. Die Süßigkeiten sind für uns alle. Das weiß ich doch, Lampo. Ich schwöre, dass ich bis zum Ende der Tour nichts anrühren werde. Wir vertrauen dir, Matti. Los, holen wir uns mehr Süßes. Ich hoffe nur, dass wir dem Halloween-Monster nicht begegnen. Schau zu und lerne, Boss. Süßes oder Saures? Ein Ding! Oh, Verzeihung, meine Dame. Ich wollte doch nur etwas Süßes. Sie sollten sich schämen in Ihrem Alter. Lassen Sie mich erklären. Weiter geht's, Boss. Kommt schon, Buffy Cats. Holen wir uns noch mehr Süßes. Und Lampo ist jetzt dran. Ich hoffe, das Halloween-Monster macht jetzt nicht gleich die Tür auf. Matti hat Angst vor dem Halloween-Monster. Süßes oder Saures? Oh, ich darf wählen. Ich nehme Saures. Eine echte Spinne. Das ist aber gruselig. Dafür habt ihr euch aber die Süßigkeiten verdient. Gut gemacht, Lampo. Zeit, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Wer hat mich gerufen? Gib mir den Sack, Matti, oder ich werde... Das Halloween-Monster! Matti ist drauf reingefallen. Das war ja leicht. Buffy Cats! Buffy Cats! Da bist du ja, Matti. Gut gemacht. Du hast noch alle Süßigkeiten.
Ja, Logo. Oh nein, wie sag ich dir bloß? Bertie, der Katzenfänger. Ah, hallo, kleines Mädchen. Oh, hallo, Kätzchen. Soll ich euch etwas Saures geben? Könnten wir ein paar Süßigkeiten kriegen? Ihr seid süßer als all die Süßigkeiten. Weiter so, Pilou. Ohne Süßigkeiten wär's kein Halloween. Stimmt's, Matti? Ja, du hast recht, Pilou. Das Halloween-Monster gibt es nicht. Das Halloween-Monster gibt es nicht. Gib mir deine Süßigkeiten. Lass mir wenigstens eins übrig, bitte. Wo ist es hin? Hab ich das nur geträumt? Oh, das ist kein Traum, das ist ein Albtraum. Ich habe alle Süßigkeiten von Matti gestohlen. Vincent wird aus dem Häuschen sein. Süßes oder Saures? Oh, hallo, Vincent. Hier hast du etwas Süßes. Danke, Alfredo. Genau gesagt, es ist ein Katzenleckerli. Das ist ja viel schwerer, als ich gedacht habe, Boss. Hey, was ist denn hier drin? Ah, das ist mein Boss. Ich denk mal, das hast du diesen blöden Katzen weggenommen. Gekonnt ist gekonnt. Matti, jetzt bist du an der Reihe, mir zu helfen. Och, muss ich dir denn wirklich helfen, Isotta? Komm schon, Matti, das wird echt lustig. Süßes oder Saures? Oh, eine niedliche Hexe und ein süßes Kätzchen. Ich habe da etwas für euch. Das sind meine leckersten Pralinen. Was ist denn los, Kätzchen? Willst du keine Pralinen? Es tut mir leid, aber ich habe nichts anderes. Nicht mal ein Katzenleckerli. Das letzte Leckerli hat Vincent bekommen. Beim Thema Essen hat sich Matti noch nie so verhalten. Was bedrückt dich denn, mein lieber Katzenfreund? Der Sack ist ja leer. Alle Süßigkeiten sind weg. Aber das ist eine Katastrophe. Matti, sag nicht, dass du alles aufgegessen hast. Das war das Halloween-Monster. Es hat mich erschreckt und hat alles mitgenommen. So, ich hab's euch erzählt, obwohl ich weiß, dass ihr mir niemals glauben werdet. Ich glaube dir, Matti. Ich weiß, dass du die Wahrheit sagst. Danke, Milady. Aber dann gibt es das Halloween-Monster ja wirklich. Oder da hat sich jemand als Halloween-Monster verkleidet und alles aufgegessen. Keine Sorge, ich hol alles zurück. Dann werde ich dir helfen, Isotta. Das ist großartig, Matti. Hier ist mein Plan. Oh, der Sack ist viel zu schwer. So viele Süßigkeiten. Warte hier draußen, Matti. Wir teilen alles auf, wenn wir wiederkommen. Gib mir alle Süßigkeiten, Matti. Wow, ich laufe davon. Schauen wir doch mal, was dieser Buffy-Versager hier in seinem Sack hat. Alles klar, Halloween-Monster. Wir wollen mal sehen, wer du wirklich bist. Boss, gib die Süßigkeiten zurück. Zu spät. Ich habe sie schon alle aufgegessen. Ich habe den Eindruck, dass hier gerade jemand lügt. Ihr habt alles verdorben, ihr Buffy-Versager. Aber es ist zu spät. Ich habe all eure Süßigkeiten Vincent gegeben. Kopf hoch, Buffy-Cats. Es gibt ein letztes Haus, wo wir noch nicht waren. Was für eine tolle Halloween-Nacht!
Jetzt stopfe ich mich mit Süßem voll. Hey, wer wagt es, mich zu so später Stunde noch zu stören? Vincent, ich bin hier, weil ich noch etwas ganz Saures habe. Nur für dich. Wieso? Was habe ich denn getan? Du hast alle Süßigkeiten für dich behalten. Und jetzt hole ich sie mir zurück. Ich bin das Halloween-Monster. Das dreiköpfige Ungeheuer. Nimm die Süßigkeiten und lass mich am Leben. Ich esse nie wieder was Süßes, versprochen. Ich werde nie wieder Süßes essen. Ich werde nie wieder was Süßes essen. Das Halloween-Monster! Hilfe! Gute Arbeit, Buffy Cats. Süßes für uns alle. Ah, danke schön, Isotta. Und danke, liebes Halloween-Monster. Wow. Alle haben ihre Häuser fürs Halloween-Fest geschmückt. Einfach zauberhaft. Also, ich finde das voll unheimlich. Fröhliches Halloween, Buffy Cats. Na, wer bin ich? Stink, das kannst nur du hinter dieser Maske sein. Stimmt, wie habt ihr das nur erraten? Halloween ist das tollste Fest im ganzen Jahr. Ja, meinst du echt, Lampo? Ich finde es total gruselig. Alles gut. Sieh doch nur mal, wie hübsch die Kürbislaternen leuchten. Ich sehe immer nur die dunklen Ecken, in denen das böse Monster hocken könnte, zum Beispiel. Aber jeder weiß doch, dass Monster überhaupt nicht existieren. Ich mag's nicht, wenn es so düster ist. Das Monster, das in der Dunkelheit lebt, kann überall sein. Ich will nach Hause. Buffy Cats, wir müssen Pilou helfen. Ich bin ganz allein. Wir jagen gerade das Monster, das in der Dunkelheit lebt. Wenn wir um 5 nicht zurück sind, mach dich auf die Suche nach uns. Ich gehe da lang, wo Licht ist. Dann wird alles gut. Hier hört das Licht auf. Wow, 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 wer ist das mit den unheimlichen Haaren? Und wer atmet da so schwer? Nein, sowas wie Monster gibt es überhaupt nicht. Oder doch? Ich habe es so weit geschafft und meine Katzenfreunde brauchen mich. Okay, es muss hier doch irgendwo einen Lichtschalter geben. Ja, yeah, Pilou, du hast es geschafft. Juhu! Buffy Cats, seid das wirklich ihr? Und geht es euch auch allen gut? Herzlichen Glückwunsch, Pilou. Du warst echt mutig. Und jetzt weißt du auch, Monster gibt es gar nicht. Echt katastisch. Meine Angst vor der Dunkelheit ist komplett verschwunden. So unheimlich, so unheimlich, unheimlich. So unheimlich, so unheimlich, so unheimlich, unheimlich. Wer hat Angst im Dunkeln? Ich nicht. Wer hat Angst im Dunkeln? Ich nicht. Ein sehr mutiges Kätzchen, mal in seinen Tätzchen. Doch hat Angst, geht das Licht aus. Wer hat Angst im Dunkeln? Ich nicht. Wer hat Angst im Dunkeln? Ich nicht. Was macht der kleine Bär? Er zittert hin und her. Er fürchtet sich so sehr. Nein, ich nicht. Halloween, oh Halloween, diese Party lieben wir. Neben Hexen und Vampiren sind ganz viele Geister hier. Und die Kürbisse, die tanzen, alle gruseln sich ja bis wir an jede Türe klopfen und rufen Süßes oder Saures. Das ist ein Alien aus dem All. Thank you.
für unseren neuen Song finden. Seht mal, es ist Halloween. Ich habe einen Buffy-Einfall. Warum komponieren wir nicht einen Song über Halloween? Weil wir nichts über Halloween wissen. Ich kann euch helfen. Was? Halloween ist Süßes oder Saures und Streiche spielen ist das, was ich am besten kann. Was bedeutet Halloween für dich? Halloween ist Süßes oder Saures. Ja, vor allem Süßes. Genau. Und dank mir werdet ihr Inspiration für euren Song finden. Okay, Buffy Kids, versuchen wir dem Boss zu vertrauen. Ich werde mit den Buffy-Losern Spaß haben. Süßes oder Saures zu spielen wird katztastisch. Ich werde eine Menge Süßes essen. Go! Oh! Übertreib es bitte nicht mit den Streichen. Aber, my lady, das ist doch so lustig. Süßes oder Saures? Oh, oh, mir gehen die Leckereien aus. Dann wird's Zeit für einen Streich. Oh! Ich frage mich, wie Boss uns helfen will. Hier entlang. Ich habe solchen Hunger auf Oma Pinas Nudeln. Ich hoffe, niemand spielt uns Streiche. Hier bin ich. Hey, Matty, Süßes oder Saures? Oh nein, ich habe nichts Süßes. Tja, dann. Oh. Buffy Cats, Zeit, Boss die wahre Bedeutung von Halloween zu zeigen. Buffy Cats, wo seid ihr? Boss, bist du bereit für Süßes oder Saures? Funktioniert. Wir waren katztastische Geisterkatzen. Und wir haben auch die Inspiration für unseren neuen Song gefunden. Zusammen können wir alles erreichen. Die Probe heute war katztastisch. Ja, das war sie, meine lieben Katzenfreunde. Und unser neues Lied wird richtig gut. Stimmt, Milady. Es wird bestimmt der Hit bei den Nachbarskatzen auf der Halloween-Party morgen. Und damit es zu diesem besonderen Tag passt, brauchen wir einen total gruseligen Text. Wisst ihr, was gruselig ist? Kein Nickerchen zu machen. Noch gruseliger ist es, wenn du denkst, du hast noch Kekse und es sind keine mehr da. Oh, ich kriege schon Panik, wenn ich nur darüber nachdenke. Singen wir doch über die pelzige Wolfskatze. Miau! Milady, ist die Wolfskatze ein Wolf, der sich in eine Katze verwandelt oder eine Katze, die zum Wolf wird? Oder ein Text über King Katz, eine Riesenkatze, noch größer als der Kirchturm. King Katz benutzt Wolkenkratzer als Kratzbaum. Die einzige Riesenkatze, die ich kenne, ist Matty. Hey, ich bin so hungrig. Oder singen wir doch über das Monster, das in der Dunkelheit lebt. Das Monster, das in der Dunkelheit lebt, gibt es tatsächlich? So erzählt man sich. Und dieses Monster wurde gesichtet. Und zwar irgendwo hier. Ich bin das Monster, das in der Dunkelheit lebt. Ah. Ah. Der Rülpser war das furchteinflößendste der Geschichte. Dieses Monster, das in der Dunkelheit lebt, kann jederzeit auftauchen. Okay, was ist passiert? Das Monster, das in der Dunkelheit lebt, ist hier. Pilu, es gibt gar keine Monster. Ich hab's doch gesehen. Da drüben. Hä? Das ist nur der Schatten vom schlafenden Matty. Ich hab eine Idee. Oh.
Na bitte, kein Monster in Sicht. Los, gehen wir schlafen. Denk dran, morgen ist unsere große Halloween-Party. Wow, alle haben ihre Häuser fürs Halloween-Fest geschmückt. Einfach zauberhaft. Also, ich finde das voll unheimlich. Fröhliches Halloween, Buffy Cats. Na, wer bin ich? Stink, das kannst nur du hinter dieser Maske sein. Stimmt, wie habt ihr das nur erraten? Ja, eine bessere Halloween-Verkleidung gibt es nicht. Alle werden denken, ich bin Cosmo. Na, wer bin ich? Du bist Mini-Me. Oh nein, woran habt ihr das gemerkt? Tauschen wir Süßigkeiten? Oh, das sieht gut aus. Einverstanden. Na dann, hier. Cosmo, komm sofort zurück! Hallo zusammen, fröhliches Halloween! Das eben war nicht nett, Cosmo. Wieso guckt ihr so böse? Ich meine, ich hab euch doch überhaupt nichts getan. Halloween ist das tollste Fest im ganzen Jahr. Ja, meinst du echt, Lampo? Ich finde es total gruselig. Alles gut. Sieh doch nur mal, wie hübsch die Kürbislaternen leuchten. Ich sehe immer nur die dunklen Ecken, in denen das böse Monster hocken könnte. Zum Beispiel da. Oder... nein, das Monster, das in der Dunkelheit lebt. Pipilu, nicht weinen. Wir sind's nur, Choc und Milky. Pilu ist ganz verschreckt, seit wir unseren Song geprobt haben. Also so übel ist er nun auch wieder nicht. Nein, nein, Matti. Pilu hat Angst, weil wir Sprüche über Monster gemacht haben. Aber jeder weiß doch, dass Monster überhaupt nicht existieren. Ich habe einen Buffy-Einfall. Zeigen wir Pilu, dass Halloween auch Spaß machen kann. Süßes oder Saures? Okay, Pilu. Jetzt kommt das Beste an Halloween. Ja, und das Leckerste. Lauf zur Tür und du bekommst was Süßes. Na los. Okay. Das kriege ich hin, glaube ich. Doch, das schaffst du, Pilu. Nein, zu dunkel. Das Monster könnte da drin sein. Das ging jetzt aber schnell. Pilu, es gibt keine Monster. Lola hatte nur Angst vor der Kürbislaterne auf deinem Kopf. Ich mag's nicht, wenn es so düster ist. Das Monster, das in der Dunkelheit lebt, kann überall sein. Ich will nach Hause. Buffy Cats, wir müssen Pilu helfen. Ich spiele nie wieder Süßes oder Saures. Hallo? Wo steckt ihr denn alle? Ich bin ganz allein. Wir jagen gerade das Monster, das in der Dunkelheit lebt. Wenn wir um 5 nicht zurück sind, mach dich auf die Suche nach uns. Es ist schon nach 5! Meine Katzenfreunde brauchen mich. Ist doch klar, was ich tue. Ich werde ihnen helfen. Ich komme, Buffy Cats! Haltet durch! Alles klar. Das hat schon mal geklappt. Gut. Wir machen alles wie besprochen. Pilu wird schon bald mutiger sein. Ja, ich glaube, hier ist es. Aber leider sind da ganz viele dunkle Ecken in diesem Haus. Und das Monster, das in der Dunkelheit lebt, könnte irgendwo da drin sein. Ich muss hier weg. Nein, die Buffy Cats brauchen dich, Pilu. Du musst es tun. Ich gehe da lang, wo Licht ist. Dann wird alles gut. Hier hört das Licht auf. Hallo?
Pilu. Denk doch an die Buffy Cats. Buffy Cats. Oh, 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 wer ist das mit den unheimlichen Haaren? Und wer atmet da so schwer? Nein, sowas wie Monster gibt es überhaupt nicht. Oder doch? Ich habe es so weit geschafft. Und meine Katzenfreunde brauchen mich. Ich muss weitersuchen. Okay, es muss hier doch irgendwo einen Lichtschalter geben. Ja, yeah, Pilu, du hast es geschafft. Juhu. Buffy Cats, seid das wirklich ihr? Und geht es euch auch allen gut? Herzlichen Glückwunsch, Pilu. Du warst echt mutig. Und jetzt weißt du auch, Monster gibt es gar nicht. Aber was war das dann, was da im Flur stand? Das hier war das Monster mit den unheimlichen Haaren. Und das war das Monster, das so schwer geatmet hat. Oh ja, bei Licht sehen die nicht gruselig aus. Im Dunkeln auch nicht. Monster existieren nicht. Das ist echt katastisch. Meine Angst vor der Dunkelheit ist komplett verschwunden. Liebe Katzenfreunde, ich weiß jetzt, wovon das Lied handelt, das wir auf der Halloween-Party spielen wollen. Und jetzt unser neues Lied. Und den Text hat sich Pilu ausgedacht. Das Lied heißt, wer hat Angst im Dunkeln? So unheimlich, so unheimlich, so unheimlich, unheimlich. So unheimlich, so unheimlich, so unheimlich, unheimlich. Wer hat Angst im Dunkeln? Ich nicht. Wer hat Angst im Dunkeln? Ich nicht. Ein sehr mutiges Kätzchen, Hallen in seinen Tätzchen. Doch hat Angst, geht das Licht aus. Wer hat Angst im Dunkeln? Ich nicht. Wer hat Angst im Dunkeln? Ich nicht. Was macht der kleine Bär? Er zittert hin und her. Er fürchtet sich so sehr. Nein, ich nicht. Halloween, oh Halloween. Diese Party lieben wir. Neben Hexen und Vampiren sind ganz viele Geister hier. Und die Kürbisse, die tanzen, alle gruseln sich, ja, bis wir an jede Türe klopfen und rufen Süßes oder Saures. Böskalegien aus dem All, die schicken wir mit einem Knall. Ja, das macht uns richtig Spaß. Schnell nach Haus, zurück zum Mars. Vom vielen Musik machen bin ich hungrig geworden, liebe Katzenfreunde. Ich brauch jetzt ein Brötchen. Wer hat sich da alle Brötchen geschnappt? Ich bin das Monster, das in der Dunkelheit lebt. Das Monster, es gibt es wirklich. Hilfe! Buffy Cats, helft mir! Nettie, das war doch ich! Nein, das warst nicht du. Ich habe das echte Monster gehört. Nettie, dass es keine Monster gibt, weiß jedes Kind. Nur du nicht. Ja, scheint so, als hätte Matti heute mal keinen Hunger.